Hallo. Hi und herzlich willkommen auf unserem Kanal The Tiny Difference. Wir sind Anja und Ilan. Wir machen das Ganze jetzt schon ein gutes Jahr tatsächlich. Yes, Jubiläum. Ein Jahr voller Emotionen, guter Ausdauer, die das ein oder andere Mal auch erforderlich war. Wir hatten eine riesige Lernkurve und haben uns letztes hingesetzt und nochmal durch die Videos geschaut und dachten, Mensch, das war echt ein aufregendes Jahr und wir haben enorm viel dazugelernt, hatten schwere Zeiten, lustige Zeiten und möchten das Ganze mit euch teilen und legen jetzt los. Wenn man uns fragt, warum habt ihr eigentlich mit YouTube angefangen, würden wir wahrscheinlich antworten, wir wollten unser Projekt teilen. Wir können das Ganze natürlich auch kombinieren mit unseren Leidenschaften, also dem Kochen und die Musik, die wir versuchen mit zu integrieren. Wir wussten von vornherein, dass es eine unfassbare Lernkurve für uns werden würde. Das war uns immer schon klar und dass es auch nicht einfach wird. Hätten wir nicht YouTube gehabt oder die YouTuber, die ihren Lifestyle, ihr Leben vielleicht auch im Van oder im Tiny House oder ähnliches teilen würden und auch gezeigt haben, dass man auf kleinem Raum glücklich sein kann und dass dieser Raum vollkommen ausreichen kann, zu leben, eine Familie zu haben, dann hätten wir das vielleicht gar nicht gemacht und wären heute auch nicht hier in unserem Tiny House und hätten jetzt unser eigenes Projekt, welches wir mit euch teilen wollen. Also es ist auch so ein Stück weit ein Danke und ein Zurückgeben, um anderen auch Mut zu machen. Irgendwann haben wir halt gesagt, jetzt müssen wir anfangen mit dem Projekt, wenn wir das wirklich umsetzen wollen. Wir wollten ein Eigentum, daher bereuen wir keine Sekunde. Jetzt auch, wenn man zurückschaut. Und der richtige Zeitpunkt kommt eigentlich nie. Selten. Ja. Wir haben also gesagt, okay, wir starten das Projekt, hatten ja unsere Wohnung in Berlin aufgegeben, alles im Prinzip auf eine Karte gesetzt und haben tatsächlich den YouTube-Kanal gestartet, versucht ein bisschen zu üben, weil es doch auch sehr ungewohnt war, überhaupt in die Kamera zu sprechen. Also guten Morgen. Wir werden heute den Sound bauen. Und ja, die Sonne scheint. Heute geht's ab ins Bett, weil es morgen nicht ins Bett. Ins Bett. Jetzt ins Bett, weil es morgen regnet. Kurzes Update. Wir sind jetzt wie viele Tage hier? Knapp eine Woche. Wir sind knapp eine Woche hier, leben uns langsam ein. Die Kisten oben im Zimmer sind immer noch nicht rausgepackt. Nein. Aber das Wetter ist so schön, also haben wir die Zeit draußen genutzt. Und als wir dann ein bisschen geübt hatten, ging es dann an die richtigen Videos. Wir dachten, okay, wir sind bereit, jetzt springen wir mal ins kalte Wasser. So die ersten Videos, die haben wirklich Zeit und Nerven gekostet, weil man erstmal seine Erzählstruktur finden muss. Es waren ja auch, wir haben sehr viel theoretische Themen auch gehabt. Ja. Und auch unter anderem echt ein bisschen gelitten. Haben wir schon Schnee? Ja, bestimmt. Nee. Nicht, da kommt der Schnee, Liebling. Ja, aber da sieht man uns ich wenigstens noch. Ich habe auf 60 noch. Frames gestellt, du kannst ja nicht mit 20 arbeiten. Oh Mann. Okay. Guck mal, ist doch schön. Du siehst so freizügig aus und ich so gerollt. Und ist deshalb schon... Oh, das ist schlecht. Dass der Satz nicht vollständig war, kann also nicht geschnitten werden. Ja, bis 3,5 Kilo. Tonnen. Da ist dann die Redezeit um, da muss ich einschreiten. Da ist deine Redezeit um. Du hast wieder 40 Sekunden gequatscht. 40? Das gibt's doch nicht. Es gab auch sehr, sehr viele schöne Momente. Momente. Es gab sehr viele schöne Momente. Nochmal. Ich bin halt irgendwie doch mit zwei Sprachen aufgewachsen und ich merke das hin und wieder. Ich habe immer die gleichen grammatikalischen Fehler. Und ich falle dir immer ins Wort. Und Anja korrigiert mich auch immer an den gleichen Stellen. Ja? Einem. Meine Güte. Einem. Aber gut, so ist das eben. Aber so kennen wir es von uns. Das war schon immer so und wir können damit, glaube ich, beide ganz gut umgehen. Die Herausforderungen beginnen ja eigentlich schon bei der Aufnahme. Also was für eine Technik benutze ich für die Aufnahmen? Was habe ich für ein Mikrofon? Wie verbessere ich die Lichtverhältnisse? Was habe ich für ein Schnittprogramm? Dann ging es aber auch weiter mit der Erzählstruktur, die wir immer wieder vorher natürlich besprochen haben, weil wir gemerkt haben, je mehr wir das im Vorfeld besprechen oder schon bereits niederschreiben, desto besser ist die Struktur unserer Videos und desto weniger Arbeit haben wir auch im Nachhinein. Das kostet dann wirklich
Zeit, die wir eigentlich nicht haben oder die wir uns dann lieber mit unserem Tiny House oder dem, was gerade aktuell ist, auseinandersetzen. Das ist ja eigentlich das Hauptprojekt. Ja, an der Stelle, ich wollte nur mal kurz reingrätschen. Ja. Wir haben so einen großen Respekt vor den YouTubern, die da schon echt Erfahrung mit haben, die ihren Rhythmus gefunden haben, die Zeit richtig einzuteilen, die Prioritäten auch richtig zu setzen. Und jetzt sind wir zu zweit, wir können es trotzdem auch ergänzen oder wenn es mal schwer ist, uns darüber austauschen, es gemeinsam verarbeiten. Wie wollen wir uns darstellen? Wo vertreiben wir das Ganze? Dann kommt auf einmal Facebook ins Spiel, dann nicht nur YouTube, nicht Instagram mehr. War gar nicht ein Punkt. Zu sagen, okay, wir machen das jetzt eben in dem Rhythmus. Und das kriegen wir hin, das passt ganz gut für uns. Also auch das war eine ganz große Lernkurve. Und dann kommt natürlich noch unser Tiny House ins Spiel, wo wir uns mit Themen wie Versorgungstechnik auseinandersetzen. Und auf einmal mussten wir schon die Pläne schreiben, die Strompläne bzw. die Leitungen, wie diese verlaufen hier. Damit klarzukommen, nicht jedes Thema, ob es um den Hausbau oder eigentlich egal um welches Thema geht, nicht zu 100% in die Tiefe verstehen zu können, weil der Tag einfach 24 Stunden hat und man ja auch noch seine anderen Jobs hat, um das Haus zu bezahlen. Zu lernen, dass auch manchmal 70% oder 80% reichen müssen, um überhaupt voranzukommen, dass die Dinge nicht so schnell passieren, wie sie passieren sollen. Am liebsten hätten wir auch gerne viele Videos vorproduziert. Das schaffen wir zeitlich gar nicht und auch gar nicht haben wir oder können wir uns im Moment die Zeit nehmen, vorzuplanen, welche Themen spannend sind, weil jede Woche ein neues Thema kommt oder dich irgendwas wieder überrascht und du reagieren musst. Das heißt, im Moment passiert Woche zu Woche eben das, was kommt. Ja, man muss es halt fließen lassen, das ist wirklich so. Hi! Hi und herzlich willkommen zu unserem allerersten Video bei The Tiny Difference. Wir sind Anja und Ilan. Wir haben im letzten Jahr unsere Wohnung in Berlin aufgegeben, um uns ein Tiny House zu bauen. Heute geht es um unseren Grundriss. Der Anhänger ist das Fundament unseres Hauses. Boden und Dach. Die Tiny House Fassade. Heute geht es um das Thema Fenster. Wie und wo kann man in Deutschland legal ein Tiny House aufstellen und bewohnen? Tiny House Versicherung. Mobilität und Autarkie. Wir sind gerade im Tiny House von der Beate, die wir auf dem Tiny House Festival kennengelernt haben. Und befinden uns gerade in Holland. Wegen einer Dusche. Den Tiny House Transports, dass wir endlich den Anhänger vor uns haben. Jetzt ist es da. Nach anderthalb Jahren. Was kostet denn jetzt nun dieses Haus? Wir vergleichen nämlich heute einige Materialien. In den letzten Wochen habt ihr uns Fragen gestellt, die möchten wir heute beantworten. Es geht heute um unser Küchenpodest, die Wasserversorgung hier in unserem Tiny House. Es geht nämlich heute um unsere Treppe. Wir erstellen damit einen Fahrplan für uns. Es gibt eine Struktur, auch wenn man das oder gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Ich glaube, so die letzte Schwierigkeit, mit der wir am Anfang auch ein bisschen zu kämpfen hatten, war, sich Zeit zu nehmen für die Kommentare, also für die Interaktion mit euch. Und dass es natürlich auch immer schwieriger oder leichter ist, Kritik schriftlich zu äußern, als das einem Gegenüber gleich ins Gesicht zu sagen. Und da mussten wir natürlich auch überlegen oder auch lernen, damit umzugehen. Für sich einfach immer wieder zu wissen, das ist mir wichtig, das ist unser Projekt, unser Haus, unser Fokus und es muss nach unserem Tempo gehen. Wir haben auch ganz guten Weg gefunden, da gemeinsam mit umzugehen. Ja, doch. Wir sind ja auch immer dankbar für Reflexionen und für Fragen und Anreize. Immer, immer dankbar. Ja. Muss man sich eben das rausziehen, was einen vielleicht weiterbringt. Auch in einem etwas negativeren Kommentar. Das gehört, denke ich mal, dazu. Wir haben schon wieder Schnee. Siehst du das? Oh ja. Also wir sind auch unglaublich stolz. Wir haben mittlerweile über 3000 Abonnenten und wir hatten uns damals schon so gefreut, nach einigen Monaten, dass es 100 waren. Danke für mehr als 100 Abonnenten in weniger als 6 Wochen. Das ist unglaublich, damit hätten wir niemals gerechnet. Und jetzt sind es bereits 3000 nach einem Jahr. Wir haben tolle Menschen hier, die uns abonnieren, die uns immer wieder Feedback geben auch und kommentieren und wir sind wirklich dankbar. Wir lassen das mit einfließen und man lernt halt wirklich voneinander. Genauso wie auch mit den ersten Kooperationen, die wir mit Firmen dann schließen konnten, deren Produkte wir toll finden, deren Firma wir toll finden. Das ist einfach schön, dass man da eine Form der Zusammenarbeit findet und wir alle davon profitieren. Und dass das auch ermöglicht, dass wir YouTube mit einem guten Gefühl weitermachen können, weil es einfach auch so zeitaufwendig ist. Die Kommunikation und diese Basis, die wir damit schaffen konnten, in Kombination mit unserem Tiny House Projekt. Dank euch, dass ihr euch das anschaut und bei uns seid.
das mitleidet, euch mitfreut. Das ist ein unfassbarer Mehrwert und dafür sind wir sehr dankbar. Also vielen Dank an euch. Genau, wir machen uns jetzt noch Gedanken, wie wir die nächsten Monate auch strukturieren wollen. Denn was klar ist, die Zeit für Musik oder das Kochen, den Lifestyle, das, was uns eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist einfach zu kurz gekommen. Und wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen darüber Gedanken machen, inwiefern wir das vielleicht mehr mit einfließen lassen können, weil auch gerade in Bezug auf das Tiny House nicht wöchentlich der Fortschritt passiert. Das heißt, vielleicht wird hier nochmal ein bisschen umstrukturiert. Das besprechen wir, lassen euch das dann frühzeitig wissen. Und genau. Ja. Bleibt also auf jeden Fall dran und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir freuen uns auf die Zukunft, sagen nochmals Dankeschön und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.